Beginnen wollen wir heute Abend mit Jasmin und Alexander. Denn während wir alle schliefen, um 4 Uhr morgens waren die beiden Polizisten im Einsatz. Um uns zu schützen, um uns vor dem Bösen zu bewachen und um ihrer Pflicht nachzugehen. Um 4 Uhr morgens stoppen sie also bei Kusel ein verdächtiges Auto und werden dann bei ihrer Pflichterfüllung brutal erschossen. Die beiden gaben ihr Leben für den Rechtsstaat, für unsere Gesellschaft, für uns. Und deshalb halten wir am Anfang dieser Sendung einen Moment inne und verneigen uns vor Jasmin und Alexander. Diese Morde machen uns fassungslos. Es fehlen jetzt zwei von uns. Wir können es nicht begreifen und verstehen. Dass Alex fehlt, dass auch Jasmin fehlen, das ist ein Verlust, das tut weh. Beide sind durch nichts und niemanden zu ersetzen. Haben den Verlust zu beklagen zweier junge Menschen, eine junge Polizeikommissaranwärterin und ein Polizeioberkommissar, die das ganze Leben noch vor sich hatten. Es ist einfach nur schrecklich und traurig. In jeder dieser Uniformen stecken Menschen. Wir haben Gefühle, wir trauern, wir freuen uns. Wir sind einfach Menschen. Natürlich sind wir in Gedanken besonders bei Jasmins und Alexanders Familien und Angehörigen. Zwei Zahlen möchte ich Ihnen heute Abend noch mitgeben, die uns alle unbedingt zum Nachdenken bringen müssen. Alle 15 Minuten wird in Deutschland ein Polizist attackiert und insgesamt wurden mehr als 80.000 Polizisten im vergangenen Jahr Opfer einer Straftat. Nach den tödlichen Schüssen am Wochenende hat mir ein Polizist geschrieben: Wir schützen die Gesellschaft, aber wer schützt eigentlich uns? Und das ist eine Frage, auf die wir als Gesellschaft und vor allem die Politik dringend eine Antwort finden muss.